Ja, herzlich willkommen zu meinem kleinen persönlichen Spintires Review für GamesPlanet.com. Spintires wurde von OV produziert und ist eine Offroad-Simulation und im Prinzip geht es in dieser darum, mittels mehr oder weniger geeigneter Fahrzeuge Holzstämme von A nach B zu bringen. Eine Warnung vorweg meinerseits, Spintires hat es meiner Meinung nach faustdick hinter den Ohren und taugt nicht unbedingt zum Gelegenheitsspiel. Warum das so ist, wirst du in den nächsten Minuten erfahren. Bezogen wird Spintires über Steam, wo man es auch käuflich erwerben kann. Alternativ kauft man es über einen Keystore wie zum Beispiel GamesPlanet.com und aktiviert den Steam Key dann bei Steam. Um das Spiel mit den geringsten Settings spielen zu können, braucht man mindestens ein Intel Pentium Dual Core mit 2 GHz oder vergleichbar. Weiterhin benötigt man 2 GB RAM und eine Nvidia GeForce 9600 GT oder ein vergleichbares Modell. Meiner Meinung nach sind das Anforderungen, welchen auch ein bereits betagteres System nachkommen können sollte. Auf der Festplatte belegt das Spiel aktuell ca. 1 GB. Bevor wir starten, noch ein Hinweis. Alle Infos, die in diesem Review vorgetragen werden, entsprechen dem Stand August 2014. Das war zum Zeitpunkt des Reviews die aktuelle Version. Ja, und dann kommen wir nun zum ersten Testbereich der Spielmechanik, auch liebevoll Gameplay genannt. Und ja, da kann ich nur sagen, das hat mich von Anfang an überzeugt, die Physik innerhalb des Spiels. Ob man nun die Mäge mehrfach benutzt und diese somit immer unwegsamer werden, weil jede Fahrt neue Spuren hinterlässt, beziehungsweise vorhandene Spuren vertieft werden. Oder aber, weil man die Seilwinde benutzt, um sich aus dem Matsch zu ziehen. Also das alles funktioniert großartig. Die Umwelt reagiert zu 90%, wie man es sich wünscht, beziehungsweise wie man es aus dem echten Leben kennt und auch erwarten würde. So bleibt zum Beispiel auch verlorene Ladung dort liegen, wo man sie unter widrigen Umständen verloren hat und versperrt eventuell sogar das weitere Vorankommen. Man hat es nur ganz selten, dass da wirklich so ein What-the-fuck-Moment auftritt und sich ein unrealistisches Fahrverhalten beispielsweise zeigt. Derzeit sind die Missionen noch recht übersichtlich. Bringe Holz von A nach B und finde unterwegs neue Fahrzeuge und schalte Verdeckungen, Tankstellen und Werkstätten auf der Karte frei, um dir die Mission zu erleichtern. So lautet eigentlich jede Mission. Aus einem Forenbeitrag geht jedoch hervor, dass es zukünftig mehr Fahrzeuge und Missionen geben wird. Teilweise werden die sogar als DLC angeboten dann irgendwann. Da gab es aber noch keine genaueren Infos zu. In der aktuellen Version kann man nur eine Karte zur Zeit spielen. Entscheidet man sich für eine andere Karte, geht der Spielstand auf der aktuellen Karte verloren. Das soll jedoch auch in der nächsten Version behoben werden. Mods werden aktuell für das Spiel noch nicht direkt unterstützt. Die Entwickler wollen aber auf jeden Fall der Ruf der Community folgen und eine entsprechende Schnittstelle implementieren. Hier wird aktuell auch über den Steam Workshop nachgedacht. Wer jedoch möchte, kann in der aktuellen Version Fahrzeugmodelle gegen eigene austauschen. Es stehen hierzu verschiedene Angebote, Dritter im Netz bereit, die entsprechende Downloads anbieten. Da könnt ihr euch also Mercedes-Benz runterladen und packt den in das Spiel rein. Und könnt ihr mit Mercedes-Benz durch die Walachei düsen. Es gibt einen Multiplayer-Modus, welcher aktuell aber nur sehr rudimentär funktioniert. Hier wurde ebenfalls Nachbesserung durch die Entwickler versprochen. Wollen wir mal schauen, was das noch so gibt. Zur Steuerung. Aktuell hat man die Wahl zwischen der Tastatur und der Maus, beziehungsweise der Steuerung per Gamepad, wobei die Gamepad-Steuerung zurzeit nur digital funktioniert. Ein Patch dafür ist ebenso geplant wie die Implementierung von Lenkrädern, dann wird das richtig spannend. Generell ist die Steuerung übersichtlich gehalten und man bekommt über das HUD immer eine Rückmeldung darüber, was man gerade tut, sprich, ich habe jetzt Allrad an, dann steht da Allrad ist angeschaltet, ich aktiviere die Differentialsperre, dann steht da Differentialsperre ist angeschaltet. Sieht man sofort, großartig. Was meiner Meinung nach noch ein bisschen besser zugänglich gemacht werden könnte, sind die fortgeschrittenen Funktionen wie zum Beispiel Kransteuern, Stützen ausfahren, Seilwinde benutzen. Aber das ist Geschmackssache. Zu Anfang ist die Kamerabenutzung sehr frickelig, aber man gewöhnt sich schon nach kurzer Zeit daran und weiß die verschiedenen Winkel sinnvoll zu nutzen. Da haben die Entwickler auch mitgeteilt, dass derzeit eine Überarbeitung der Kamera stattfindet. Es sollen verschiedene Kamerapositionen implementiert werden. Derzeit gibt es quasi zwei, einmal von hinten, einmal von vorne. Da soll auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Ja, Grafik und Sound. Ganz kurz gesagt, hat mich überzeugt. Vielleicht bin ich auch nicht so anspruchsvoll, aber es hat mich wirklich überzeugt. Die Atmosphäre im Spiel ist stimmig. Es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel, Vögeln zwitschern ab und zu, Bäche rauschen, Anbauteile am Fahrzeug klappern und wackeln. Und es ist sogar ein kleines Schadensmodell vorhanden, also die Fahrzeuge können Schaden nehmen und das wird visuell auch dargestellt an den Modellen der Fahrzeuge.
Am schönsten finde ich jedoch den Schlamm, welcher dann an den Fahrzeugen klebt oder von den Reifen in Klumpen runterfällt oder wenn man einen Stein irgendwie ein bisschen ankantet, dann fliegt er hoch und ja, macht einfach Spaß dazu zu schauen. Tag-Nacht-Wechsel hatte ich schon erwähnt, sieht auch wunderbar aus, wenn man dann das Licht in der Nacht anmacht von dem Fahrzeug, egal ob jetzt um den Kran zu beleuchten oder einfach die Frontscheinwerfer, großartig. Was nicht so schön aussieht, ist das HUD. Es ist zweckdienlich, aber wird genau wie viele andere Details gerade noch überarbeitet und soll in einer der nächsten Versionen dann ein bisschen hübscher aussehen. Was wirklich fehlt, ist eine Cockpit-Ansicht, die soll aber ebenfalls nachgereicht werden. Ja, was haben wir noch? Was fehlt in einem Review? Die Langzeitmotivation. Ja, sehr schwer zu beurteilen. Das Spiel polarisiert. Machen wir uns nichts vor, der Einstieg ist absolut hart. Ich habe in den ersten Stunden viele Frustmomente gehabt, weil ich mir einfach, ja, ich hatte keine Infos, bin unüberlegt darauf losgefahren und habe einfach geguckt, was passiert. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, steigt man schnell dahinter, was man nicht tun sollte und was sinnvoll ist zu tun. Ich empfehle auf jeden Fall, das Handbuch zu lesen, welches man auf der Steam-Shop-Seite finden und herunterladen kann. Und wer Zeit und Geduld mitbringt, wird meiner Meinung nach mit einem anspruchsvollen Offroad-Spiel belohnt, einer Offroad-Simulation belohnt, die definitiv nicht als Gelegenheitsspiel dient, auch nicht im Gelegenheitsmodus. Ja, was fehlt noch? Preis-Leistung. Jeder Spieler hat ja andere Vorstellungen davon, wie viel er für einen Preis X erwartet. Und von daher möchte ich mir hier keine Preis-Leistungs-Bewertung erlauben. Dennoch wollen wir uns mal meinen kleinen Wertungsspiegel ansehen, den ich erstellt habe. Und in diesem habe ich den aktuellen Stand voll und die angekündigten Features anteilig berücksichtigt. Wir haben also für das Gameplay 4 Easy Knubbel, für die Steuerung gibt es derzeit nur 3 Easy Knubbel. Da kann auf jeden Fall nachgebessert werden. Und ich hoffe, dass das, was angesprochen wurde, auch nachgebessert werden wird. Grafik und Sound kann man nicht meckern, geht sicherlich besser. 4 Easy Knubbel und die Langzeitmotivation, ja, derzeit mit der nicht so großen Menge an Missionen und der Monotonie innerhalb dieser Mission kann ich nur 3 Easy Knubbel geben, sodass letztendlich eine Gesamtwertung von 3,5 von 5 Easy Knubbeln dabei rauskommt. Meiner Meinung nach doch eine klare Empfehlung für echte Offroad-Fans, die Wert auf Realismus legen, für Leute, die mehr so arcade-mäßig eingestellt sind, ma. Finger weg. Oder erstmal ein paar Let's Plays gucken und dann entscheiden. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und hoffe, euch hat das Review ein wenig geholfen. Ich freue mich über Feedback. Bis dahin, euer Easy.